Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomba 2 mit wahrscheinlich der letzten Aufnahme heute. Ich habe mal gerade wieder mein Mikrofon etwas weggemacht, wie bei jeder Aufnahme. Ich habe jetzt zwei Aufgaben, die ich noch machen möchte, und zwar einmal die Schweine sammeln. Da habe ich mich auch informiert, denn wir müssen wirklich von jedem Schwein ein Schwein aufsammeln, also von jeder Art, also Flugschwein und diese Wasserschweine und so. Und dann wollen wir ja noch zum Goldenen Turm gucken, was wir da bekommen von diesem Goldenen Turm, und dann wollen wir auch schon das letzte Schweinchen suchen, das wir dann bekämpfen können, und dann ist das Spiel auch schon wahrscheinlich rum, schätze ich mal. Gut, dann würde ich sagen, Flugschweine haben wir jetzt hier schon bekommen. Das heißt, wir gehen in die People-Area. People. Ach, guck mal. Das haben wir sogar so aufgesammelt. Baron in die Mine. Rohranlage. Diese Musik, ne? Sagst du eigentlich irgendwas anderes jetzt? Unglaublich! Du hast echt die bösen Schweine besiegt. Du bist ein toller Typ. Kannst du den Tiger... den Tierturbo? Die Geschwindigkeit und Sprungkraft sind klasse. Beweg dich mit Quadrat. Du kannst ihn auch mit einer Waffe benutzen, um ihre Reichweite und Wucht zu erhöhen. Das ist dann wahrscheinlich, wenn die voll aufgeladen ist, so irgendwie. So. Ein Feuerschwein. Die waren ganz hier hinten, gab es eins. Ich weiß auch nicht, warum wir nicht unsere... Da unten ist eins. Okay, das hätten wir. Ich hake es mal ab. Mit meinem tollen neuen Ideestift, den ich mir gestern mitgenommen habe. Den konnte man nämlich nicht kostenlos mitnehmen, und ich liebe kostenlose Sachen. jetzt brauchen wir ein Eisschwein. Und dieses Eisschwein kriegen wir in der Kujara Ranch. Stimmt, wir müssen uns ja gar nicht mehr umziehen hier. Es wäre lustig, wenn er jetzt immer noch frieren würde. Ich bin sehr froh, dass es die noch hier gibt. Das wäre nämlich sehr blöd. Oh, die sind voll süß. Ich mag das, dass sie so blau sind. Lass du mich mal in Ruhe. So, Eisschwein haben wir auch. Ein Haken. Jetzt brauchen wir die Geisterschweine. Und die befinden sich im Donglingwald. So. Donglingwald. Müssten wir eigentlich auch am Eingang eins kriegen. Ich habe jetzt irgendwie das nur hinten in der letzten Gegend im Kopf, aber am Anfang müssten eigentlich auch welche rumschweben. Ich sollte mir vielleicht doch mein Eichhörnchen-Kostüm anziehen. Es ist etwas sicherer. So, bist du eins?
Ja, ich glaube, du bist keins. Sind doch hinten nur. Halt. Ha. Sehr nice. Ein kleines Geister. Achso, die sind alle klein, ne? So. Jetzt noch ein Waterschwein. Ich ziehe mir direkt schon mal den Schwimmanzug an. Und wir fliegen. Wir fliegen zum Wassertempel. Es wäre lustig, wenn es noch ein Zirkusschwein geben würde. Schön leckeren Kakao gerade getrunken. So. Ich verstehe diesen Anfang immer noch nicht. Oh, das ist ja gerade passend. Weil wir sind hier ja gerade... So, wir haben ein kleines Wasserschwein. Das heißt, wir haben alle Schweine. Und weil wir gerade schon mal hier sind, können wir direkt zu dem goldenen Rüssel-Ding da gehen. Heißt das eigentlich auch Rüssel bei Schweinen? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen dumm. Brüder, du bist immer dumm. Ich mag die Waffe irgendwie, die ist cool. Nein! Ah, ja, da. Ist noch eine neue Gegend? So. Sieht auf jeden Fall sehr wertvoll aus. Hört es auch mal auf? Oh, wer bist du denn? Oh, ist ein Mensch in diesem Turm? Ihr, was wollt ihr? Wir sind auf der Suche nach unserer Freundin, die von bösen Schweinen entführt wurde. Menschen und böse Schweine? Das ist eine absurde Verbindung. Trotzdem scheint ihr ehrlich zu sein. Ein ziemliches Abenteuer, muss ich sagen. Zeigt mir euer Abenteuertagebuch. Was? Oh, besser als ich dachte. Du hast die goldene Sonne, den goldenen Mond und den goldenen Stern und den Super-Eis-Bumerang, den schweren Feuerhammer und den Hakenstern. Boah, Hakenstern? Du bist... Nee, da bist du ja endlich. Ich habe dich erwartet. Du kannst jetzt alle bösen Schweine fangen.
Werter Tombi, nimm dieses Geschenk, du kannst es behalten. Goldpuder. Das ist ein... Nee, das ist kein Geschenk für jemand, jedermann. Nur für die Geeigneten. Wenn du dieses Puder benutzt, verlierst du keine Kraft, selbst wenn du getroffen wirst. Und jetzt schnapp dir die bösen Schweine. Habe ich das schon verwendet? Weil wir sind so am... Ja, das ist an. Okay. Kann ich hier mit Dings fliegen? Ich habe keine Lust, den ganzen Weg nochmal zurückzulaufen. Anscheinend können wir jetzt nicht mehr getroffen werden. Das ist natürlich sehr nice. Baron. Ja, nice. Ins Zirkusdorf, bitte. Jetzt mein Kakao auch leer. Das war links, ne? Ich meine schon. Die Anhänger der bösen Schweine mit dem Schweinegeschoss, um sie in kleine Schweine zu verwandeln. Muss ich die jetzt geben, oder was? Tatsache. Hä? Kleine Schweine? Das ist toll. Das kann man dir kaum übel nehmen. Was? Gibt es noch andere? Diese kleinen Schweine. Na, okay, ich muss jetzt alle nacheinander auswählen. Ah ne, lieber nicht pfeifen. Die Musik, die macht mich so... Das ist schlimm. Ich mag das Netz da im Hintergrund, das ist so schön, so Regenbogenfarben. Ich denke mal, beim letzten wird er irgendwas anderes sagen. Jetzt kann ich die Kunststücke aufführen, die ich immer machen wollte. Mhm. Was ist überhaupt mit seinen Armen los? Euch zeige ich sie zuerst. Ich weiß natürlich nicht, wie gut es klappt. Na dann, zeig mal. Yo! Ho! Da! Das ist sehr schön gemacht. Geschafft, geschafft. Ihr habt mich inspiriert. Ich bin so froh. Hier, für euch. Ein dicker Edelstein. Ich muss los. Es den anderen zeigen. So, was ist mit dir? Weil das ist irgendwie auch ein bisschen... komisch. Das ist ein Blumentopf, aber es wächst nichts darin. Wenn ich einen Samen finde, pflanze ich ihn dir ein. Habe ich irgendeinen Samen? Zufällig. Achso, was ich noch sagen wollte, hier von diesen... Hier goldener Mond und goldener Stern. Der war eigentlich nur das Ding mit dem... Hat das eigentlich dazugehört?
Mit dem Bollerwagen, na, das war eigentlich das Schwierigste.